Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Shipwrecked. Wir sind hart vergiftet und ich habe nachgelesen, was wir alles brauchen, um nicht vergiftet zu sein. Wir lassen mal ein bisschen Salpeter hier, wir lassen Gold da und schnappen uns unser Boot. Nein, das wollte ich nicht. Ah, super, jetzt ist die Schaufel kaputt. Die pflanzen wir mal schnell an. Das wird zwar nichts mehr nutzen, hoffe ich. Also nein, ich hoffe, dass wir auch so weiterkommen. So. So, warte mal. So, uns fehlt noch ein bisschen Gras. Das muss essen. So, wir müssen irgendwie überleben. Das heißt, wir brauchen noch mehr Schmetterlinge. Leg doch mal die Fackel bitte aus der Hand. Danke. Fackel. Die mache ich mir jetzt, um in der Nacht überleben zu können, sollen, müssen, dürfen. Den Muschelanzug. Kann mir eigentlich mal gestohlen bleiben, der Muschelanzug. So, ab aufs Boot. Schnell gucken. Wo finden wir Blömsche? Da sind Spinnen, die können mal, hier unten ist grün. Sagen wir, fahren mal hier so rechts rüber, hier ins Grüne. Wir müssen irgendwie Korallen finden, denn wir können uns nur retten, indem wir Korallen finden und Seegras. Gut, Seegras ist jetzt weniger das Problem, Korallen habe ich in diesem Spiel schon noch nicht gefunden. Dann können wir uns ein Gegengift herstellen an der Wissenschaftsmaschine. Ich glaube, Blumen bringen mehr was für die mentale, für den mentalen Zustand. Mal schauen, ob wir das schaffen. Da fliegt noch ein Stück Boot weg. Wir sind an Tag 20. Das finde ich echt ein bisschen schade. Weil ich finde, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Zumindest in den, im Vergleich zu den Spielständen davor. Ich habe zwei Fackeln. Da kann ich zumindest, wenn es dunkel wird, noch ein bisschen weiterlaufen. Abigail könnt ihr auch mal was machen, ne? Finde ich jetzt. Sind hier oben vielleicht Korallen? Nö. Zweimal Seegras. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da können wir uns auf jeden Fall mit satt essen. Wir brauchen aber auch Seegras für das Gegengift. Nicht alles futtern, Minjas. Memo an mich, nicht alles futtern. So. Ein bisschen hier rüber. Ich sehe schon wieder Geister. Mein Magen ist auch halb gefüllt. So, ich würde gerne mal hier runter und dann da unten ist eine Blumenwiese. Und eine Blumenwiese hat latent Bienen. Schmetterlinge. Das Boot ist auch noch zur Hälfte gut. So. Wir müssten Korallen finden. Das ist natürlich jetzt im Zeitdruck ist es ein bisschen schwierig. Magen leer. Na komm, sammle ein. Oh, da ist ein Krabbe. Wir können zumindest den Magen noch befüllen, indem wir hier mal vom Bord gehen. Und wir verfolgen mal die Krabbe. Da oben ist eine Wurzel, vielleicht kann die mir helfen. Zumindest kann sie mich notschlachten. Wo ist sie hin? Ah ja. So. Komm, noch ein paar Schmetterlinge, damit ich die Nacht überlebe. Das bringt nicht allzu viel. Wie lange ist die Nacht? Wir haben noch Zeit. Ich muss doch Bienen geben. Quatsch. Schmetterlinge geben. Die ist doch die ideale Voraussetzung, um Schmetterlinge zu züchten. Sieht nicht gut aus. So. Zumindest können wir uns aufleveln. Ich meine, ich habe ja noch die Fackeln. Ich kann ja noch ein bisschen rumlaufen. So, sammeln noch mal die Blumen. Das sieht schon mal scheiße aus. Wie viel brauchen wir noch für eine... Shit, kein Platz. Haben wir keine Hölzer mehr? Steine, Muschelanzug, den will ich ungern wegwerfen. Bambus. Bambus fallen lassen.
So, Fackel in die Hand. Wo war denn meine Kochstelle? Hier war doch eine Koch... Da. So. Eins. Zwei. Jetzt muss ich in der Nacht ausharren. Das ist natürlich blöd. Das nehmen wir mal aus der Hand. Dann werden wir uns erstmal satt essen. Im Bereich des Möglichen. Mehr haben wir nicht. Können wir Blütenblätter anheizen? Ne, das ist nicht gut. Das war es auch schon essenstechnisch, oder? Ne, wir haben noch ein bisschen Seegras. Wie viel brauchen wir denn? Wissenschaft. Die Wissenschaft. Blitzableiter, Regometer, Thermometer. Ne, Moment, das ist bei dem Seil, ne? Trolle, Rucksack, Kompass, Gegengift. Drei Seegras. Das heißt, wir können drei verkochen. So, dann packen wir die mal dahin. So, und schon ist es wieder zu Ende. Was machen wir jetzt? Fackel in die Hand und weiter schippern. Wahrscheinlich das Beste, oder? Haben wir noch die Möglichkeit, noch eine Fackel herzustellen? Da fehlt uns ein Stöckchen. Haben wir hier noch ein Stöckchen irgendwo? Die brennen ganz schön schnell runter, ne? Das ist nicht so geil. Da. So, dann machen wir hier noch eine Satzfackel. So, dann müssen wir das doch überleben. Es wird eh gleich Tag, dann die Fackel wieder wegstecken. Weiter in Norden. 21. Hä? Bin ich... Wo ist mein Boot hin? Da. So. Was ist jetzt los? Ich habe ein Leck. Ganz Boot hat ein Leck. Wenn man das Seegras nehmen wir noch mit. Fackel ist verglüht. Aber wir haben noch zwei. Seegras. So, mal ganz kurz kondensieren. Hier gibt es keins. Wir könnten noch hier so schräg runterfahren. Vielleicht sind hier noch Korallen. Warum bin ich eigentlich so grau? Weil es mir schon scheiße geht. Na komm, nimm das Seegras mit. Oh Mann, ich sterbe. Ich habe irgendwie Bedenken, dass es hier nicht weitergeht. Wo können wir denn noch hinfahren? Unten rum und hier rüber. Kriege ich das denn terminlich hin? Terminlich. Zeitlich hin natürlich. Oh fuck, ey. Das sieht nicht gut aus. Korallen. Wir müssen ja vor allem auch wieder zurück, ne? Man, in den anderen Spielständen, da hatte ich doch direkt am Anfang so eine Korallenbar gefunden. Und hier ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Oh, das sieht nicht gut aus. Shit, jetzt habe ich auch keine Möglichkeit. Ich brauche Schmetterlinge, ne? Aber vielleicht kommen die am Tag. Komm doch mal schnell raus hier. Nein, 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 nein. Warum zoomt das so ran? Ich will nicht, dass es ranzoomt. Ranzoomen bedeutet tot. Wir haben noch ein bisschen. Lass mir noch ein bisschen Zeit, bitte. Fang nicht sterben. Schnell noch Blumen nach oder so. Gib mir noch ein bisschen Karenz, Spiel. Abigail, mach doch was. Du hast doch sonst mal Tricks auf Lager. Tötest alles für mich und so. Jetzt sei mal eine Schwester und helf mir. Ah, das sieht nicht gut aus. Warum gibt's hier auch keine Schmetterlinge, Mensch? Das wird aber nicht lange halten.
Du, es wird nicht lange halten. Ich könnte mich von der Biene nochmal stechen lassen. Ne? Gift mit Gegengift und so. Ich mag nicht nochmal neu anfangen. Ich bin an Tag 20, Kinnas. Wann kommen denn diese Seemöwen oder sind das schon Haluzis? Da ist noch eine Blume. Da ist noch eine Blume. Vielleicht ist das ja eine Antigiftmöhre. Da kann ich meinen Tod noch rauszögern, Mensch. Ich bin kurz vor Schluss hier. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich jetzt im Livestream wäre, würde es wahrscheinlich über RIP stehen. Ich auch, was ich reinschiebe, Geld ist sofort wieder weg. Komm, gib mir noch einen Satz Blumen. Ja, das ist ja aussichtslos. Die Dunkelheit wird bald da sein. Was, die Dunkelheit wird bald da sein? So, ja gut, dieser Übergang, ne? Na gut, ich... Oh, fuck. Fuck, ich werde hier verrecken. Ich werde hier verrecken! Ich will nicht verrecken. Vielleicht noch ein paar Napfschnecken hinterher. Vielleicht sind die ja irgendwie heilsam. Ne, sieht nicht gut aus. Blödes Vieh. Oh shit. Da ist noch. Ich bin schon wieder tot. Oh, ich bin gerade gefrustet von diesem Spiel. Mann. Oh nein. Nicht wieder von vorne. Kinnas. Also Don't Starve ist mir im Moment ein bisschen verhagelt, ne? Tag 20, da bist du gebissen und da fällst du aber um. Die alte Landrotte hier. Ja, schade. Ich werde jetzt hiermit diese Folge beenden von Don't Starve Shipwrecked, weil ich schon wieder wrecked bin. Und Wendy hat mir gut gefallen, die ist wirklich gut zu spielen. Mit ihrer Schwester auch ein bisschen leichter gegen die Hunde, die da irgendwie an Tag X kommen. Wie die Hundehorde in Seven Days to Die. Aber ich habe im Moment echt keinen Bock, nochmal anzufangen. Ich weiß nicht, das ist ja immer wieder das Gleiche. Klar, Don't Starve ist immer wieder das Gleiche. Was ich mir gut vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal wieder Don't Starve Together spielen werde. Also im Multiplayer gemeinsam, dann kann man sich wenigstens gegenseitig wiederbeleben. Und dann macht das Ganze Sinn. Aber jetzt habe ich erstmal überhaupt keinen Bock mehr auf Don't Starve Shipwrecked. Und ich habe es ja schon immer gesagt, ich spiele das, was ich will, zur richtigen Zeit. Und wenn ich Bock drauf habe. Don't Starve Shipwrecked, ein cooler Mod, beziehungsweise ein cooles Add-on. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht bis hierhin, aber es frustriert mich auch sehr stark. Und im Moment habe ich überhaupt keine Lust, hier weiterzuspielen. Ich dachte, ich könnte es schaffen, irgendwie zu überleben. Ich hätte nur Korallen finden müssen, aber... Es hat nicht sollen sein. Eine etwas kürzere Folge und auch erstmal die letzte Folge von Don't Starve Shipwrecked. Vielleicht gibt es mal eine Staffel 2, aktuell nicht. Ich habe noch viele andere Spiele, die ich ausprobieren werde aktuell. Und von daher, seid nicht traurig. Wir machen auch wieder Don't Starve im Together oder nochmal eine Runde Shipwrecked. Wir werden sehen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei Don't Starve. Und ich muss ja erstmal Frust abbauen. Irgendwas töten. Also im Spiel natürlich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.